Hallihallo, heute mal ein kurzer Tipp. Ich suchte nach einem preisgünstigen, touchscreenfähigen Monitor, hab gefunden, Hans G, ja, Taipei, Taiwan, gut, nix USA, prima. Hat aber natürlich auch eine Außenstelle in den USA, aber das heißt drum, so genau nehme ich da auch wieder nicht. So, Touchscreen, Ubuntu-fähig, Ubuntu 14.04. Gehen wir mal da drauf, zack. Sehen wir mal und warten mal ab und schauen wir mal weiter. So. Ja, was bräuchten wir jetzt? Eigentlich mal die Onboard-Bildschirmtastatur. Ich muss hier gleichzeitig die Kamera halten, deshalb werde ich jetzt in diesem Video nicht so genau treffen. Ja, also wie gesagt, geht. Die üblichen Druckstellen. Ne? Wenn man drauf drückt, kann man es verschieben. Oder auch die Fenster. Verschieben. Das ist jetzt ein Vorteil von der Geschichte, dass Ubuntu mit dem Phone rummacht. Die sind dann Touchscreen-kompatibel, ne? Ubuntu schafft das. So, jetzt wollen wir mal gucken. Leerzeichen. Minus A. Enter. Geht. Also ihr seht, Touchscreen-fähig. LSB unterstrich Release, Tab, Minus, Enter. Wollte ich nur kurz gezeigt haben. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Was ist das überhaupt für ein PC? Das ist mein guter alter AMD Phenom. Den habe ich wieder aus der Versenkung geholt. Ja, vier Kerner. Und habe dem auch wieder eine Grafikkarte verpasst. Ja, das ist jetzt in dem Fall eine Nvidia GeForce GT 610 und der Monitor war halt dieser hier, der Hans G, 23 Zoll, hat eingebaute Lautsprecher, Windows 8 kompatibel, die werben gar nicht mit Ubuntu, das sollten sie mal tun, ne? Gibt es bei Konrad und Amazon und weiß Gott wo und billiger.de, sehr schön, ich zeige nochmal kurz die Anschlüsse hinten. So, das Ding von hinten, das hat so einen Standbügel, ja, den kann man in der Neigung verstellen, hat so ein schönes Gummiding dran, das rutscht es nicht hin und her, passiert nichts. Dabei ist schon ein VGA-Kabel, dabei ist schon ein Audio-Kabel, das wird mit dem PC verbunden, Audio, damit sie ja den Ton über die eingebauten Lautsprecher hört, ne? Ist klar. Dann hat es da noch Netzteilanschluss, dann hat es noch, das müsste DVI sein, und HDMI und hier unten hat es noch ein USB, damit das Ding, halt der Touchscreen, wie eine Maus funktioniert. So, wie sieht es auf der anderen Seite aus? Da sind Knöpfe, ja, Knöpfe, ja, ein aus zum Beispiel, aber die Knöpfe, die finde ich nicht so gut, ja, Helligkeit, Kontrast und Lautstärke einstellen, aber die Lautstärke wird man dann eh über die Software einstellen, so mache ich es zumindest. Also die Knöpfe finde ich jetzt nicht so gut, die sind so ein bisschen laut, ja, also ein bisschen Knack, ne, das ist so ein bisschen Knack, ne, das macht so ein bisschen Knack halt. Ne. Gut, das stellt man einmal im Leben ein, braucht es dann nie wieder. Wie gesagt, hinten dieser Standbügel, den kann man einstellen von ziemlich flach bis so, wie er jetzt so steht. Ja, ja, ist okay. Und man könnte ihn notfalls sogar wie einen, ja, wie ein Tablet verwenden. Ne. Finde ich ganz nett. Installations-CD habe ich im Übrigen nicht gebraucht. Geht alles schon so mit Ubuntu, wie gesagt. Das heißt nicht, dass es unter jeder Linux-Version läuft. Ubuntu, touchscreenfähig, prima, gute Sache. Und tschüss.